30. Januar 1933, Deutschland. Adolf Hitler wird zum deutschen Reichskanzler ernannt und das Naziregime beginnt umgehend, die Bürger- und Menschenrechte einzuschränken, vor allem der jüdischen Bevölkerung und anderer sogenannter Staatsfeinde. Das erste Konzentrationslager, Dachau, in der Nähe von München, wird in Betrieb genommen. Die Nazis verfolgen nicht nur Juden und politische Gegner, sondern auch Tausende von Schwulen und Lesben. Denunziert von Blockwarten und Nachbarn, die sie für pervers halten. Obwohl sich die Nazis nicht so sehr mit Lesben befassen, verhören sie auch diese und führen sie auf Listen. Eine Reihe von homosexuellen Frauen landete in Konzentrationslagern, wo sie geschlagen, vergewaltigt und ermordet wurden. Während der Weimarer Republik, also in Deutschland zwischen 1918 und 1933, hatte die deutsche Gesellschaft tiefgreifende soziale, politische und kulturelle Veränderungen erfahren. Die Deutschen hatten nicht nur größere politische und soziale Freiheiten, auch Geschlechter- und Sexualnormen wurden öffentlich in Frage gestellt, insbesondere in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt. In dieser Zeit entwickelten sich unterschiedliche lesbische Gemeinschaften. Um sich zu vernetzen und auszutauschen, gründeten lesbische Frauen soziale Treffs und Vereine. Die bekanntesten davon waren die Frauenclubs Violetta und Mon Bijou in Berlin, die informelle Treffen in Lesbenbars und Nachtclubs organisierten, darunter der berühmte Nachtclub El Dorado. Die Mitte der 1920er Jahre aufkommende neue Lesbenpresse und die lesbischen Zeitschriften trugen ebenfalls zum Wachstum dieser Netzwerke bei. In größeren Städten konnten sie an Kiosken gekauft werden, Leserinnen in kleineren Orten abonnierten sie per Post. Auch andere Arten lesbischer Literatur, wie etwa Romane, erschienen immer häufiger. Öffentliche Erörterungen von Sexualität gab es in Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert. Die gesellschaftliche Atmosphäre in der Weimarer Republik gab diesen Diskussionen jedoch mehr Raum und auch das Thema gleichgeschlechtliche Sexualität konnte öffentlich erörtert werden. Der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld war einer der Organisatoren von schwulen und lesbischen Freundschaftsbünden, denen auch heterosexuelle Mitglieder angehörten. Diese Gruppen setzten sich für die Entkriminalisierung sexueller Beziehungen zwischen Männern und die Aufhebung des Paragraphen 175 ein, der ab 1871 sexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Mit diesem Bestreben fanden sie Verbündete in der politischen Linken und der Mitte. Hirschfeld und andere versuchten auch, die Bevölkerung über Sexualität aufzuklären und sie propagierten Hirschfelds Auffassung, dass Homosexualität angeboren und kein Laster oder eine Perversion sei. Viele Deutsche waren gegen diese öffentlichen Diskussionen über Sexualität. Sie betrachteten solche Debatten als dekadent, übermäßig freizügig und unmoralisch. Viele störten sich an der zunehmenden Sichtbarkeit von Erotik in Werbung oder Filmen. Für diese Deutschen waren queere Beziehungen ein Symbol für das, was sie als Degeneration der deutschen Gesellschaft erachteten. Verschiedene rechtsgerichtete und konservative politische Gruppen beschuldigten andere, wie zum Beispiel Juden, Kommunisten und US-Amerikaner, die deutsche Kultur zu beschmutzen. Schon bevor sie an die Macht kamen, prangerten viele Nazis die Sichtbarkeit von Schwulen und Lesben an. Sie verurteilten Homosexualität als eine Bedrohung für das deutsche Volk. Die Nationalsozialisten lehnten offiziell alle Bemühungen ab, sexuelle Beziehungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. Sie argumentierten, dass Homosexualität ein zerstörerisches Laster sei. Einige prominente Nazis, darunter Alfred Rosenberg und Heinrich Himmler, waren eindeutig homophob. Wilhelm Frick, ein nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter, erklärte 1927, dass Männer, die widernatürlich Unzucht unter Männern treiben, mit äußerster Härte verfolgt werden müssen. Solche Laster werden zur Zersetzung des deutschen Volkes führen. Aber auch in der NS-Bewegung gab es bekannte schwule Männer, allen voran Ernst Röhm, der sich selbst als gleichgeschlechtlich orientiert bezeichnete. Röhm war der Führer der SA, der Sturmabteilung, einer paramilitärischen Organisation, die mit der NSDAP verbunden war und wegen der Farbe ihrer Uniform auch als Braunhemden bezeichnet wurde. Hitler und andere Naziführer sprachen selten öffentlich über Homosexualität. Sie konzentrierten sich auf Themen wie die Schaffung eines Großdeutschen Reiches, die Judenfrage und die Wirtschaft. Nachdem Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt wurde, waren die schwulen und lesbischen Gemeinschaften in Deutschland den Repressalien und der Kontrolle des neuen Regimes ausgesetzt. Für Männer, die der Homosexualität beschuldigt wurden, verschärfte sich die Situation im Laufe der 1930er Jahre.
Ab 1933 begann das NS-Regime, schwule und lesbische Gemeinschaften und Einzelpersonen zu verfolgen. Ihre Treffpunkte und Organisationen wurden geschlossen und ausgeplündert. Die Maßnahmen der Nationalsozialisten waren zunächst uneinheitlich und hingen von den Prioritäten der örtlichen Regierungs- und Polizeibeamten ab. In Städten wie Berlin und Hamburg konnten einige etablierte Schwulen- und Lesbenbars bis Mitte der 1930er Jahre geöffnet bleiben. Im Untergrund bestanden einige Treffpunkte sogar noch länger. Diese gerieten jedoch zunehmend unter polizeiliche Überwachung. Im Zuge der Einschränkung der Pressefreiheit verbot das NS-Regime auch schwule und lesbische Zeitungen und Zeitschriften. Die Auflösung von Schwulen- und Lesbentreffpunkten und das Verbot von Presseorganen erschwerte den Zusammenhalt von Lesben und Schwulen erheblich und die Nazis lösten die Netzwerke, die sich in der Weimarer Republik gebildet hatten, effektiv auf. Die Nationalsozialisten führten auch die Kastration in die deutsche Rechtspraxis ein. Ab Ende 1933 konnten Gerichte für bestimmte Sexualstraftäter die Zwangskastration anordnen. Zumindest anfangs konnten Männer, die nach § 175 verhaftet worden waren, nicht ohne ihre Zustimmung kastriert werden, aber in einigen Fällen konnten sie vorzeitig entlassen werden, wenn sie sich freiwillig kastrieren ließen. Im Laufe der 1930er Jahre wurden die Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen männliche Homosexualität systematischer und restriktiver. Im Jahr 1935 reformierte das NS-Regime den § 175. Das Gesetz stellte nun jegliche sexuelle Intimität zwischen Männern unter Strafe. Die Nazis verschärften auch das Strafmaß. Die Neufassung sah vor, dass nicht einvernehmliche und zwangsweise vorgenommene Handlungen zwischen Männern mit bis zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Straflager bestraft werden konnten. Sie wiesen die Staatsanwälte an, vor Gericht für harte Strafen zu plädieren, denen die Richter oft folgten. Schließlich übernahm SS-Führer Heinrich Himmler die Führung bei der Verfolgung der männlichen Homosexualität, die er als öffentliche Geißel bezeichnete. 1936 schuf Himmler die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung. Die Behörde war Teil der Kriminalpolizei und arbeitete eng mit der Gestapo, der politischen Polizei, zusammen. Eine ihrer Hauptaufgaben bestand darin, Männer, die der Homosexualität verdächtigt wurden, aufzuspüren und zu überwachen. Die Nazis betrachteten die weibliche Homosexualität als einen der schlimmsten Auswüchse der Frauenemanzipation. Bedeutete sie doch den schärfsten Verstoß gegen die der Frau zugedachte Rolle als Gebärmaschine. Deutsche Frauen hatten nach Ansicht der Nazis vor allem eine Aufgabe zu erfüllen: die Mutterschaft. Sie hatten die Aufgabe, rassisch reine Deutsche, Arier genannt, zur Welt zu bringen. Um die arische Fortpflanzung zu fördern, verabschiedeten die Nazis eine Vielzahl von Programmen und Gesetzen. Ein Beispiel ist das Lebensborn-Programm, das arische Frauen ermutigte, viele Kinder zu bekommen, auch außerhalb der Ehe. Gleichzeitig versuchte das NS-Regime, die Fortpflanzung anderer, angeblich minderwertiger Gruppen zu verbieten oder einzuschränken. Im Juli 1933 ordnete ein neues Gesetz die Sterilisation von Menschen mit vermeintlich erblichen Behinderungen an. Andere Gesetze, wie die Nürnberger Gesetze von 1935, legten fest, wer mit wem Sex haben durfte. Es verbot Mischehen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Menschen deutschen oder verwandten Blutes. Zwar gab es keine systematische Strafverfolgung, das bedeutete aber nicht, dass lesbische Frauen unbehelligt blieben. Die Gestapo führte auch Karteien von lesbischen Frauen. Lotte Harm und Elsa Konrad, die Leiterinnen der Berliner Damenclubs Violetta und Monbijou und Lesbenaktivistinnen, wurden zunächst ins Gefängnis und dann ins KZ eingeliefert. In den Konzentrationslagern gab es gezielte Gruppenvergewaltigungen homosexueller Frauen. Lesbische Frauen steckten die Nazis besonders gern in Bordelle. Da würden sie schon wieder auf Vordermann gebracht, berichtete Erich, der 10 Jahre lang in verschiedenen Konzentrationslagern interniert war. Während des Nazi-Regimes konnten Lesben nicht mehr offen ihre Beziehung leben, wie sie es während der Weimarer Republik getan hatten. In weiten Teilen der deutschen Gesellschaft galten Lesben als Asoziale, die einem hohen Risiko ausgesetzt waren, denunziert zu werden und ins Visier des NS-Regimes zu geraten. Lesben reagierten auf diese neuen Gefahren auf unterschiedliche Weise und nicht alle trafen die gleichen Entscheidungen. Natürlich hatten auch nicht alle die gleichen Anfangsbedingungen. So hatten beispielsweise arische Lesben weitaus mehr Optionen als jüdische oder Romani-Lesben, die vor allem aus rassischen Gründen verfolgt wurden. Arische Lesben konnten versuchen, ihre Sexualität zu verbergen und sich nach außen hin anzupassen.
Einige brachen den Kontakt zu ihren Freundeskreisen ab und zogen sich ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Andere zogen in neue Städte oder aufs Land. Einige gingen auch Scheinehen ein. Es gab aber auch Lesben, die aus politischen und persönlichen Gründen das Risiko eingingen, sich dem NS-Staat zu widersetzen. Einige suchten weiterhin Treffpunkte im Untergrund auf, vor allem in Großstädten. Es gab Lesben, die sich Widerstandsgruppen anschlossen oder dabei halfen, Juden zu verstecken. Eine solche Frau war die Cellistin und Dirigentin Frida Belinfante, eine halbjüdische Lesbe, die Mitglied der niederländischen schwulen Widerstandsgruppe CKG war. Sie war mit dem Künstler Willem Adondes befreundet, einem offen schwulen Mann, der ebenfalls im niederländischen Widerstand aktiv war. Beide waren an der Zerstörung der Amsterdamer Einwohnermeldeämter im März 1943 beteiligt. Der Gruppe gelang es, 800.000 Personalausweise von Juden und anderen von den Nazis gesuchten Personen zu vernichten, was 15% der Akten entsprach. Sie fälschten auch Ausweise und organisierten Verstecke für Verfolgte. Nachdem Belinfante von den Verhaftungen und Hinrichtungen der anderen CKC-Mitglieder, darunter Arondes, erfahren hatte, verkleidete sie sich 3 Monate lang als Mann. Der Widerstand half ihr, die Grenze nach Belgien und Frankreich zu überqueren, wo der französische Untergrund ihr half, in die Schweiz zu gelangen. Später zog sie in die Vereinigten Staaten. Da sexuelle Beziehungen zwischen Frauen unter dem Nazi-Regime nicht kriminalisiert waren, wurden sie als Juden, Roma, Asoziale, politische Gefangene oder Berufsverbrecher inhaftiert. In den Unterlagen der lesbischen Häftlinge führten die KZ-Behörden in der Regel einen rassischen, politischen, sozialen oder kriminellen Grund für ihre Verhaftung an. In einigen wenigen Fällen vermerkten die Behörden auch ihre sexuelle Orientierung. Dies war der Fall bei Henny Schermann, einer deutschen Jüdin. Sie war das erste von 3 Kindern eines jüdischen Paares. Ihre Eltern trennten sich 1931 und ihre Mutter Selma übernahm die Leitung des familieneigenen Schuhgeschäfts, das sie kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aufgrund antisemitisch motivierter Boykottaufrufe schließen musste. 1938 verfügten die Nazis in einer Verordnung, dass alle jüdischen Frauen in offiziellen Papieren den 2. Vornamen Sarah tragen mussten, um sie als Jüdinnen zu kennzeichnen. Anfang 1940 wurde Henny in Frankfurt verhaftet und in das Frauenlager Ravensbrück gebracht. Auf der Rückseite ihres Häftlingsfotos war vermerkt Jenny Sarah Schermann, geboren am 19. Februar 1912, Frankfurt am Main. Unverheiratete Verkäuferin in Frankfurt am Main. Zügellose Lesbe, besuchte nur Lesbenbars. Meidet den Namen Sarah, staatenlose Jüdin. Henny gehörte zu ungefähr 1600 Ravensbrück-Häftlingen, die aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit für die Ermordung selektiert wurden. Sie war erst 30 Jahre alt, als sie am 30. Mai 1942 in der Tötungsanstalt Bernburg vergast wurde. Auch Hennys Schwester Regina sowie ihr Bruder Herbert und ihre Mutter Selma kamen in den Vernichtungslagern um. Manchmal hatte die Verhaftung von Frauen wenig oder gar nichts mit der Tatsache zu tun, dass sie lesbisch waren. In anderen Fällen mag ihre Sexualität eine Rolle gespielt haben. Dies war insbesondere bei Verhaftungen aufgrund von Denunziationen der Fall. Denunziationen betrafen häufig Personen, die als gesellschaftliche Außenseiter galten. Blockwarte, Nachbarn, Familienmitglieder und Freunde, die deren Lebensstil missbilligten, zeigten die betroffenen Frauen bei der Polizei an. Möglicherweise war ihnen nicht klar, dass sexuelle Beziehungen zwischen Frauen gesetzlich nicht verboten waren. In einigen dieser Fälle wies die Polizei die Anzeigen zurück, weil sie keine rechtliche Grundlage hatten. Ab 1937 brauchte die Polizei jedoch keinen Grund mehr, um unliebsame Subjekte aus dem Verkehr zu ziehen. Im Zuge der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung konnte sie verdächtige Personen festnehmen, auch wenn diese gegen kein Gesetz verstoßen hatten. Es sind Fälle überliefert, in denen Frauen nach 1937 bei Razzien in einschlägigen Lokalen verhaftet und direkt ins Konzentrationslager verschleppt wurden. Denunziationen konnten für Lesben unerwünschte Untersuchungen zur Folge haben. Manchmal führte eine Anzeige dazu, dass die Polizei Straftaten aufdeckte. So konnten beispielsweise Verbindungen zu einer Widerstandsorganisation, Freundschaft mit Juden oder subversives politisches Verhalten nachgewiesen werden. Dann wurden die Frauen verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. Zu diesen Frauen gehörten Elli Smoller und Margarete Rosenberg. Im Jahr 1940 verhaftete und verhörte die Gestapo Smoller und Rosenberg aufgrund von Denunziationen ihrer Kollegen.
Die Mitarbeiter hatten behauptet, die beiden Frauen hätten sexuelle Beziehungen zu anderen Frauen unterhalten, Kolleginnen in ihre Wohnung mitgenommen, ihnen alkoholische Getränke verabreicht und Sex mit ihnen gehabt, sodass sie am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit erschienen seien. Die Gestapo behauptete, dass diese sexuellen Beziehungen die Arbeit der Frauen an einer Berliner Straßenbahnstation beeinträchtigt hätten und beide Frauen wurden der Subversion beschuldigt. Sie wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo Elli und Margarete als politische Gefangene registriert wurden. In ihren Lagerakten war jedoch der Vermerk lesbisch eingetragen. Margarete überlebte den Krieg, aber Ellis Mutter wurde mitgeteilt, dass sie am 8. Juli 1943 plötzlich verstarb. Ihr wurden keine weiteren Auskünfte erteilt. Zwischen 5.000 und 15.000 Männer wurden als homosexuelle Straftäter in Konzentrationslagern inhaftiert. Diese Gruppe von Häftlingen musste in der Regel den rosa Winkel tragen, der auf die Lageruniform genäht wurde. Anhand dieser Abzeichen konnten die SS-Wachen den vermeintlichen Grund für die Inhaftierung erkennen. Viele Überlebende berichteten, dass die Häftlinge mit dem rosa Winkel zu den am meisten misshandelten Lagerinsassen gehörten. SS-Wachen ermordeten homosexuelle Häftlinge aus purer Grausamkeit und bei sadistischen Spielen. Es ist überliefert, dass die SS die rosa Dreiecke auf der Brust der Männer als Zielscheiben für Schießübungen benutzte. Mitte 1942 wurden in Sachsenhausen fast alle der 200 homosexuellen Häftlinge hingerichtet. Manchmal wurden die Häftlinge mit dem rosa Winkel zu den härtesten Arbeiten im Lagersystem eingeteilt. In Mauthausen und Flossenbürg war es gängige Praxis, homosexuelle Häftlinge zu Tode zu schinden, was dann als natürliche Todesursache vermerkt wurde. Oft wurden sie nicht nur körperlich, sondern auch sexuell misshandelt. Die Häftlinge mit dem rosa Winkel wurden sowohl von den Lagerwachen als auch von Mitgefangenen vergewaltigt. Sie wurden geschlagen und öffentlich gedemütigt. Ab November 1942 durften die Lagerkommandanten offiziell die Kastration von homosexuellen Männern anordnen. Frauen, die sich selbst als lesbisch bezeichneten oder als solche eingestuft wurden, trugen jedoch keinen rosa Winkel, sondern ein Abzeichen, das den offiziellen Grund ihrer Verhaftung und Internierung angab. Zeugnisse aus erster Hand, Memoiren und Tagebücher von Überlebenden zeigen, dass die Häftlinge in den Konzentrationslagern sexuelle Kontakte untereinander hatten. Sowohl heterosexuelle als auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Die sexuellen Begegnungen reichten von einvernehmlichen Intimitäten bis hin zur Prostitution. Die weiblichen Häftlinge wurden häufig geschlagen und sie wurden Opfer brutaler sexueller Übergriffe, auch von Vergewaltigungen. Nicht alle Frauen, die in den Lagern sexuelle Beziehungen zu ihren weiblichen Mithäftlingen unterhielten, waren lesbisch. Einige beschrieben sie später als eine Quelle des Trostes oder sahen die körperliche Zuwendung sogar als Überlebenshilfe an. Gleichgeschlechtliche Beziehungen in den Lagern konnte für andere Häftlinge, die aus einer Vielzahl von Kulturen und Hintergründen stammten, schockierend sein. In ihren Memoiren und Berichten aus der Nachkriegszeit beschrieben einige Holocaust-Überlebende Lesben als Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlergehen der anderen Häftlinge in den Lagern. Andere sahen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ein Beispiel für die Entwürdigung durch die Lagererfahrung. Diese Beschreibungen spiegeln wider, dass Lesben in den Lagern oft weiterhin als Außenseiterinnen behandelt wurden. Ein Außenseiter zu sein, konnte jedoch auch den Tod bedeuten, insbesondere für Männer. Aus Angst vor Schuldzuweisungen mieden die ohnehin schon voreingenommenen Mitgefangenen die Häftlinge mit dem rosa Winkel, die in der Häftlingshierarchie auf unterster Ebene rangierten, isoliert und machtlos waren. Homosexuelle Häftlinge profitierten nur selten von der Solidarität der anderen Häftlinge, die vielen Lagerinsassen das Überleben ermöglichte, zum Beispiel durch den Zugang zu Lebensmitteln und Kleidung. Bis heute ist es eine Herausforderung für die Forschung, historische Quellen zu finden, die sich mit den Erfahrungen von Lesben unter dem NS-Regime befassen, da deren sexuelle Orientierung in den offiziellen Akten meist nicht erfasst wurde, weil sie zumindest in Deutschland strafrechtlich nicht verfolgt werden konnten. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass nur sehr wenige Lesben über ihre Erfahrungen in dieser Zeit berichtet haben. Das liegt zum Teil daran, dass das Thema sexuelle Beziehungen zwischen Frauen auch nach dem Ende der Nazizeit noch jahrzehntelang tabuisiert wurde. Was die Männer betrifft, so wurde Homosexualität in Ostdeutschland 1968 entkriminalisiert, in Westdeutschland geschah das Gleiche 1969.
Wir dürfen die homosexuellen Frauen und Männer nie vergessen, die starben oder bis an ihr Lebensende gezeichnet blieben, wenn sie überlebten. Ihre Geschichten und ihr Leiden müssen uns für immer an die Gefahren von Diskriminierung, Rassismus und Hass erinnern. Denn oft wiederholt sich Geschichte. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.